Es ist Donnerstag, der 22. September 2022. Ich bin in Salzburg. Und das ist der sogenannte Papagena-Brunnen im Park von Schloss Mirabell. Bei dem schönen Wetter mache ich einen Ausflug auf den Geißberg über der Stadt. Die Bushaltestelle ist gleich hier hinten. Vom Geißberg hat man diesen schönen Blick hinunter in die Stadt. Aber das Schloss Mirabell wird vom Kapuzinerberg jetzt in Bildmitte verstellt. Die Altstadt am linken Salzachufer mit der Festung ganz links ist gut zu sehen. Das Bergpanorama ist auch wunderschön. Aber die Bergspitzen sind in Wolken. Jetzt in Bildmitte der Untersberg und links hinten der Watzmann. Der ist wolkenumrankt. Und auch alle übrigen Berge. Schwenk über das Dennengebirge. Bis hin zum Dachstein, links hinten. Für den weiteren Schwenk rundum muss ich den Standort wechseln. Das ist der Schwenk ins Alpenvorland. Richtung Wallersee. Und Mattsee.
Das war's von hier herum. Ich fahre schon wieder hinunter und mache noch einen Stadtbummel. Unten angekommen ist der Rummel groß. Auch in Salzburg. Gibt's eine Art Oktoberfest. Auf dem Residenzplatz. Hinter dem Dom. Und unter dem Glockenspiel. Musik spielt. Auch auf dem Kapitelplatz hinter dem Dom ist Rummelplatz. Und gleich dahinter herrscht Stille auf dem Petersfriedhof.
eine alte Einsiedelei im Felsen gibt's hier auch. Nach diesem leider sehr düsteren Blick in die sogenannte Gertraudenkapelle gehe ich weiter hinauf zur Maximuskapelle. Nach diesem Blick auf den Altar der Maximuskapelle bin ich wieder im Freien. Diese Einsiedelei hat ihre Anfänge in der Spätantike. Die Bezeichnung Katakomben ist nicht ganz richtig. Ich verlasse den Petersfriedhof. Und das ist ein Blick auf die Festungsbahn von der Mittelstation aus. In meiner Jugend ist sie mit Wasser gefahren. Da hat man in die talfahrende Gondel einen Wassertank befüllt. Dann war sie schwerer und hat die Bergfahrende hochgezogen. Als Kind bin ich noch damit gefahren. Dass beide Gondeln am gleichen Zugseil hängen, das ist heute noch so.
Wie wir gesehen haben, dauert die Fahrt nicht einmal eine Minute. Mit Blick hinüber zum Café Winkler, mit der bekannten Aussicht auf die Stadt, gehe ich wieder hinunter. Mit Blick nach Maria Blein. Und im Vordergrund ein Turm der Kollegienkirche. Ein paar Schritte weiter. Ist dieser Schwenk über die Dächer der Stadt möglich. Kleiner Rathausturm, Kapuzinerberg, Franziskanerkirche, Dom, und Sankt Peter. Und dazwischen, hinten oben, der Geisberg. Und da möchte man wieder Kind sein. Mozart hätte es sicher auch gefallen. Auf dem Mozartsteg verabschiede ich mich für heute von Salzburg.